Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Ja, die mit ihrem Kastenwagen vom Kastenwagen gefangen genommen wurde und jetzt fahren alle ihre Kastenwegen rückwärts, damit der Kastenwagen wieder den Parkplatz vom anderen Kastenwagen versperren kann, sobald ihr Kastenwagen weg ist. Fertig. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich glaube, irgendwie ist das schief. So, jetzt ist es nicht mehr schief. Ich glaube, es sieht genauso aus wie davor. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Es ist minus 1 Grad. Hier hinter uns liegt Schnee, kann man vielleicht sehen. Wir frieren. Es ist morgens 9:30 in Deutschland und wir haben gedacht, wir testen jetzt mal das Motorhead-Bier. Das habe ich nämlich bei der Shania im Weihnachtskalender gesehen von Kalea dieses Jahr. Das fand ich irgendwie voll interessant. Hab's den Hannes mal gezeigt, guck dir das Dürchen an. Und der Hannes hat gesagt, das muss ich haben, das hole ich mir. Und jetzt hat der Hannes dieses super Motorhead-Bier bestellt. Ne? Da ist ein Motorhead-Deckel drauf. Der sieht so aus, man erkennt eh nichts. Ich weiß, es ist eine GoPro, da kann man nicht ranzoomen und nichts scharf machen. Dann habt ihr diese schwarze Banderole, die so goldene Motorhead-Schrift hat, was auch gut aussieht. Dann habt ihr hier nochmal schön das Etikett, wie gesagt, Motorhead. Das ist das Röd Crew. Wie sagt man eigentlich? Motorhead oder Motorhead? Oder? Motorhead. Aber das ist noch ein Ö. Das sind noch Ö-Striche auf dem Ö. Motorhead. Motorhead. Das ganze Teil ist ein APA, kein IPA, sondern ein APA, ist nämlich ein American Pale Ale mit 5,0%. Grüße an Iswo. Und brewed by Camarons. Also die Cameron Diaz hat das gebraut, ist halt 330 Milliliter. Und hier steht eigentlich noch ein Text, vielleicht können wir den mal vorlesen. Lemmy Road. We are the road crew. As a tribute to this crew about his time as a Rudy for Jimi Hendrix. He took 10 minutes to write this anthem whilst in a North London studio toilet and in his own immortal words, it was the only quiet place in the building. I had an idea and I needed somewhere to work it through. That is the only song I can remember riding in the toilet. I just love the life I lead. Another beer is what I need. Another gig, my ears bleed. We are the road crew. So, der saß also auf der Toilette in einem großen Gebäude, weil die Toilette war der einzigste ruhige Ort in dem Gebäude drin. Und dann hat er sich da dieses Lied geschrieben und ist auch das einzigste, woran er sich erinnern kann. Und da hat er halt gesagt, er trinkt gerne Bier. Deswegen wollen wir das jetzt mal testen. Wir haben zwei Stück, auch wir füllen es ins Glas und dann halten wir es mal fürs Thumbnail hoch. Ich habe hier nämlich ein passendes Motorhead-Feuerzeug in Pink. So, einmal. Ach du meine Güte, Lemmy. Ist ja wie auf der Toilette. Hier, Hannes, für dich. Mach's lieber selber, sonst heißt es wieder, ich war's. Es kommt vom Besuch von Shania letztens, bei der ist doch immer alles übergeschwappt. Jetzt ist die Fähigkeit auf mich übergerauscht, jetzt geht's bei mir so. So, dann schenken wir es mal ein. Jo. Das sind die guten Bier-Tasting-Gläser von Kalea immer noch, die aus den Bier-Adventskalendern waren. Das heißt, das wurde ja eigentlich eh offiziell in so ein Glas eingeschenkt während des Tastings bei Shania. Da füllt sich der ganze Schaum zurück in die Flasche. Also bei mir geht es sich nicht aus, weil es halt einfach viel zu brutal ist und viel zu sehr rumsaut. Oioioi. Jorie. Oio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 
Ja, und jetzt habe ich eine Riesensauerei hierher gebröckelt. Wie sieht denn deine Farbe? Sieht irgendwie viel kräftiger und dunkler aus. Lass es jetzt liegen, das macht uns kaputt. Hannes wischt erstmal den Tisch ab. Genau. Trocknet auch eh ein. Wunderbar. Irgendwie sieht meins heller aus als deins. Deins sieht so richtig kräftig aus. Wahrscheinlich ist, weil es halt noch so extrem zirkuliert gerade alles. Muss ich die Farbe erst richtig absetzen. Dicke Schaumkrone ist am Start. Riechen tut es sehr kräftig. Riecht auch schon wieder so irgendwie so ein bisschen zitrusartig. So eine fruchtige Note irgendwas ja. Hat es auf jeden so Fall. Wie, so wie Corona. Also die Farbe von dir sieht Bombe aus. Ich weiß nicht warum. Hannes Farbe ist einfach richtig genial. Ramses Farbe ist irgendwie anders, aber das ganze Glas ist auch zugesaut. Vielleicht macht das einen Unterschied. So, dann probier mal einen Schluck und sag mir mal, wie es dir schmeckt. Wie sollen wir denn so probieren? Immer. Oh. Wenn mir jetzt nicht alles durch die Nase laufen würde. Das schmeckt ja wie IPA, dabei ist es ABBA, also das verstehe ich nicht. Ein American Pale Ale schmeckt also wie ein Indian Pale Ale. Und das ist so wie die Dosen vom iScorpions, aber das ist das, worauf der Ismus schwört. IPA, beste Bier. Ich finde, das ist so mega herb. Ja, herb ist es auf jeden Fall, aber irgendwie hat es doch irgendwie einen besseren Geschmack als dieses indische Ding da. Das ist bestimmt wie Fisherman's Friend. Es ist zu herb, bist du zu schwach und deswegen. Das ist aber die Road Crew. Wir bestehen nicht auf der Road, wenn wir das Bier nicht abkönnen. Aber das ist, ja. Kaufen würde ich es mir auf jeden Fall wahrscheinlich ja, nicht mehr, aber. Das beste Kritikpunkt. Super Bier, aber kaufen werde ich es nicht mehr. Weg damit. Yes. Süffig. Ja gut, ich muss sagen, wenn du es so trinkst, ist dieses Herbe da, aber irgendwie lässt es ziemlich schnell nach. Ja, ja. Und danach ist irgendwie so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, babbig. So ein bisschen babbiger Geschmack kommt hinterher, der aber dann natürlich nicht mehr herb ist und der irgendwie interessant ist. Ich weiß nicht, was genau das darstellen soll, ja, aber verschwindet ziemlich schnell. Ja. Es ist nicht so schlimm wie IPA, es ist halt APA und deswegen American Pale Ale. Oha. Ich muss ja den Rest noch einschenken. Du hast ja alles bei dir drin. Naja, ich habe alles drin bei mir. Aber noch ein bisschen Schaum nachdanken. Ich habe auch gehört, der Hannes will die Flaschen wieder mitnehmen und sammeln, bis er alle Bandmitglieder als Flasche im Regal stehen hat. Genau. Mich habe ich schon an, im Schrank stehen, das reicht schon. Ne, eine hebe ich mir auf jeden Fall auf. Also. Ja, dein sieht halt besser aus. Es ist ja, möchten wir mal tauschen. Hannes ist der mal. Beste. Nee, das geht schon. Komm mal, Prost. Okay, Prost. Trinken wir es jetzt halt leer und dann können wir noch mal kurz, vielleicht verändert sich ja jetzt noch was. Ich merke eine leicht nussige Note auf einmal. Irgendwie war das Herbe gar nicht mehr so präsent. Nee. Und dieses, was als Nachgeschmack da war, war jetzt viel schneller da. Und hat irgendwie, weiß ich nicht, ein ganz anderes Feeling hinterlassen. Vielleicht muss man das auch immer auf Ex trinken. Vielleicht muss man es erst kräftig schütteln, dass die ganzen Bodenstoffe sich verteilen. 5,0 hat's. Ja, 5,0. Also, ich würde dem ganzen Ding vielleicht trotzdem nochmal eine Chance geben, wenn es mal einer hat oder so und sagt, willst du? Das sage ich nicht, nee, kenne ich, weg damit. Da sage ich, zeig mal her, da muss ich nochmal nachschauen. So war es ja mit den Samyang Carbonara Nudeln auch. Getestet, waren mir viel zu kräutermäßig. Jetzt habe ich die nach einem Jahr nochmal getestet und fand die jetzt besser als damals, weil die irgendwie ganz anders wirken. So, ist auf jeden Fall also Blickfang, muss man trotzdem sagen.
das gute Motorhead-Bier. Ne? Ist schon sehr nice, ja. Dank Genaya haben wir es entdeckt, dank Hannes haben wir es getrunken. Richtig. Und dank Motorhead gibt es das überhaupt, sagen wir mal. Ja. Das war's von unserer Seite aus, ja? Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes und ciao. Boah. Man kann nicht rülpsen, da kommt der ganze Schaum hoch.